Ja, hallo meine Lieben, hier ist wieder Katharina mit einem Vollmondorakel für euch. Also jetzt vom kommenden Vollmond am 19. bis in 4 Wochen zum nächsten Vollmond. Ihr seht, ich habe die Karten bereits gezogen, weil ich diesmal 18 Karten gezogen habe und die immer vorher, weil diese Kameraausschnitt, weil dieser Kameraausschnitt so ein bisschen schwierig ist, habe ich die vorher schon zurechtgelegt, damit das einigermaßen auch zu sehen und zu lesen ist, muss ich das immer sehr aufmerksam einstellen vorher. Ja, und wie immer habe ich als überliegendes Thema für diese nächsten 4 Wochen eine Karte vom Philosophen und Sufi-Heiligen Rumi gezogen. Und da kam der Spruch: Love is the bridge between you and everything. Also Liebe ist die Brücke zwischen dir und allem. Das mal zum Nachdenken über die nächsten 4 Wochen als Affirmation täglich oder als Meditation, als Perspektive für diese 4 Wochen. Liebe ist die Brücke zwischen dir und allem. Mit der Nummer 28, die Nummer 2 steht für Beziehungen, die Nummer 8 für die Zeit, für die Ewigkeit, für Dauer. Und beides zusammen ergibt die 10, also Vollendung, passend zum Vollmond. Und gleichzeitig ist die 1 auch der Neubeginn. Und zum Vollmond nochmal, also man kann natürlich zum Vollmond sehr schöne Rituale machen, um alte Verhaltensmuster oder alle Dinge aus unserem Leben, die ich gerne verabschieden möchte, um diese loszulassen in diesen Ritualen, weil der Vollmond ist eben auch die Vollendung sozusagen, wo etwas zur vollen Reife kommt. Und danach nimmt der Mond ja wieder ab. Und bei abnehmendem Mond ist es eben gut, Dinge loszulassen sozusagen, auch zu reinigen, die Wohnung zu reinigen oder Saaten auszusehen von Saat, die vor allen Dingen nach unten wachsen soll, also was Wurzeln bilden soll. Während man Dinge, die man aufbauen möchte, die von Erfolg gekrönt sein sollen, die mehr werden sollen, besser zur Zeit des zunehmenden Mondes anfängt, ja, also ab dem Neumond dann. Ja, dieses dazu. Ja, wie gesagt, ich habe die Karten schon gezogen, weil das mit der Kamerasicht hier immer ein bisschen schwierig ist, weil ich nach wie vor mein Handy benutzen muss und das gerade immer so hinpasst, dass man die Karten einigermaßen sehen kann. Und ich habe diesmal 18 Karten gezogen, also einmal das klassische Neuner-Deck, wobei oben die Vergangenheit ist, in der Mitte die Gegenwart und hier unten die Zukunft, diese Reihe. Und man kann das auch so sehen, hier die männliche Reihe, hier die weibliche Reihe und hier das, was beiden entspricht, die Verbindung. Wenn man das als Liebesorakel nutzt, was ich ja machen möchte in diesem Fall, als Zwillingsflammenorakel und für alle Liebesbeziehungen. Und habe diese Karten ergänzt mit meinem selbstgemachten Blütentraumorakel. Also hier heißt es noch Florakel-Mandala, ich habe es geändert inzwischen. Und wenn ihr dieses Orakel gerne haben möchtet oder bestellen möchtet, das wird demnächst möglich sein. Da werde ich einen Link auf meinen, entweder hier unter dem Video posten, einen Bestelllink, oder mit meinem YouTube-Kanal verlinkten Homepage posten. So. Dann gehen wir doch mal gleich in das Orakel rein. Und zwar die erste Karte der Mermaids besagt Visions, Psychic Images, Clairvoyance, Seeing, Out of Body Travel. Also Hellsichtigkeit, Hellhören, Visionen. Out-of-Body-Erlebnisse und das als erste Karte in der Vergangenheit, als Eröffnung des Orakels mit der Nummer 37. 3 ist die heilige Dreiheit.
Eine Zahl auch der kleinen Komplettierung, aller guten Dinge sind drei. Eine Zahl der Freude, der kleinen Erfolge. Und die sieben ist immer eine Zahl der Veränderung und eine Zahl der Magie. Beides zusammen hier auch die zehn, also auch die Vollendung und der Neuanfang. Und passend im Hintergrund hier auch zum Vollmond, hier der Mond zu sehen. Und ja, offenbar habt ihr Visionen gehabt in der Vergangenheit von eurer Twin Flame, von eurem Wunschpartner oder gemeinsam mit eurem Partner, so ihr in einer Beziehung seid. Habt schon Visionen, habt Ahnungen, habt Zeichen gesehen, habt Hinweise bekommen, alle Art vom Universum. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ihr damit weitermachen solltet, dass ihr auf diese Zeichen achten solltet und dass ihr Visions eben auch visualisieren könnt, was ihr euch in eurer Zukunft wünscht, was ihr gerne in euer Leben ziehen möchtet. Und unterstützt wird diese Karte von der Lotusblume, Grace, Natural Beauty. Das ist für mich der Hinweis. Also einmal ist der Lotus eine Wasserpflanze. Hier geht es also, wie schon das Blau der Mermaid-Karte sagt, ich nehme mal beide in die Kamera, wie das Blau der Mermaid-Karte sagt, sehr um Emotionen. Und Blau ist auch mal die Karte für das Kehlchakra, diese Emotionen auch auszudrücken. Und das könnt ihr offenbar mit Grace und Natural Beauty, mit Grazie und natürlicher Schönheit. Und das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, diese Visionen zu Affirmationen zu machen. Und wenn ihr diese Visionen manifestieren wollt in eurem Leben, dann sollte das eben unbedingt mit guten Vibrationen dazu, mit guten Schwingungen geschehen. Denn worauf man seinen Fokus legt, das manifestiert man in seinem Leben. Und wenn man eben schlechte Gedanken hat oder verborgene Ängste, über die man sich vielleicht nicht bewusst ist oder die man selbst nicht erkannt hat, die man sich selbst nicht eingestehen möchte und sehr speziell auf etwas fokussiert, dann kann das sozusagen eher nach hinten losgehen, dass man das Negative, die Ängste eben manifestiert und nicht die Sache, die man sich eigentlich wünscht. Also es ist unheimlich wichtig, hier mit sich selbst im Reinen zu sein, in der Grazie zu sein, in der natürlichen Schönheit, also sich selbst auch wirklich zu lieben, sich selbst anzunehmen, in der Selbstliebe zu sein. Und ja, die Zahl hier auch wieder die drei, auch die Zahl der kleinen Manifestierungen, der kleinen Erfolge, der Feiern, der Fröhlichkeit. Und die Eins dazu, das Selbst. Deswegen, wie gesagt, die Selbstliebe, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich natürlich schön zu finden. Damit wirke ich eben auch für den Menschen, den ich liebe, schön. Wenn ich mich selbst schön finde, dann strahle ich das auch aus. Und die Vier, 3 und 1 ist 4, ist auch das Zeichen dafür, dass wir es schaffen, dass diese Dinge in die Manifestation kommen. Also eindeutig mit positiver Tendenz, wie gesagt, drei Freude, kleine Feiern, kleine Partys mit Freunden, kleine Freuden feiern, die drei kleine Erfolge, die zu feiern sind. Dann haben wir hier in der Mitte den Mirror. Know thyself, self-examination, seeing who you really are. Also das geht nochmal in die Richtung, dass es wahnsinnig wichtig ist, mit sich selbst im Reinen zu sein, sich wirklich selbst zu erkennen, sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen. Also natürlich nicht jetzt im übertriebenen Sinne als Narzisst oder so, dann geht es natürlich wieder in die krankhafte Richtung, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein, eine gesunde Selbsteinschätzung, eine gesunde Selbstspiegelung.
sich selbst zu erkennen, seine Schattenseiten auch zu sehen und sich und diese eben auch anzunehmen, weil das sagt ja auch dieses schwarze Haar, dass wir eben auch alle unsere Schattenseiten haben und dass wir die auch annehmen müssen, dass es nichts nützt, wenn wir die beiseite drängen und nicht anschauen wollen, dann werden die drohen die immer größer zu werden sozusagen und uns irgendwann zu überfallen, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Es ist besser, die zu betrachten und oft reicht es auch nur, die zu betrachten. Und denn sie wollen Aufmerksamkeit und wenn wir sie liebevoll betrachten, reicht es oft, dass sie keine Macht mehr über uns gewinnen, wenn wir uns darüber bewusst sind, welche Seiten wir haben und wenn wir diese Seiten eben alle von uns akzeptieren. Ja, die Lotusblüten in diesem Bild sprechen von Leidenschaft, von Liebe. Eben hier sehr die Selbstspiegelung in diesem Bild. Und natürlich auch damit angesprochen, dass die Zwillingsflamme, da Zwillingsflammen sich ja auch gegenseitig spiegeln, wie auch in jeder Partnerschaft die Partner einander. Nur die Zwillingsflamme im Idealfall eben am perfektesten als das vollkommene Yin und Yang sozusagen. Beide Aspekte dieser Seele in Vollendung zusammengenommen sozusagen als größter Spiegel, größte gegenseitige Ergänzung und größter gleichzeitig ähnlicher Aspekt von mir selbst. Ja, das ergänzt von der weißen Lilie, auch mit der Nummer 37, die hatten wir doch vorhin schon mal. Justice, Fairness, Balance, ja, wie gesagt, die Balanciertheit, die innere Ausgeglichenheit, hier eben am meisten von mir selbst, aber natürlich auch in Partnerschaften, zwischen den Partnern selbst, aber hier vor allem durch diesen Mirror, die Selbstreflexion, was das eigene Selbst betrifft. Je mehr ich in mir selbst zu Hause bin, je mehr ich alles von mir akzeptiere, desto gelassener kann ich natürlich auch auf meine Umwelt eingehen und bin nicht so leicht aus der Kurve zu werfen von irgendwelcher Kritik, weil ich die Kritik und Kommentare anderer nicht so sehr annehmen muss, wenn ich selbst weiß, wer ich bin. Und was ich möchte, dann bin ich dem nicht so ausgeliefert, der äußeren Kritik, kann dann gelassen reagieren und in meiner Mitte bleiben, das ein bisschen von mir abprallen lassen und eben besser in meiner positiven Schwingung bleiben, um die Dinge zu manifestieren, die ich gerne in meinem Leben sehen möchte und auch in meinem Liebesleben. Ja, die Karte Justice ist im klassischen Tarot die Karte, die für Gerechtigkeit sorgt. Also wenn wir jetzt gerade in der Vergangenheit durch eine schwere Zeit gegangen sind, wird jetzt der Ausgleich kommen. Werden wir sozusagen ein bisschen belohnt dafür, in Anführungszeichen, oder wieder in bessere Zeiten kommen. Wir werden jetzt fair und gerecht behandelt. Oder das, worauf wir länger gewartet haben, wird sich jetzt erfüllen. Die weiße Lilie, auch gleichzeitig ein Zeichen der Liebe, der Hochzeit und der Unschuld, was sehr schön passt zu dieser Selbstreflexion, die eben auch das innere Kind betrifft. Also von dieser weißen Lilie Unschuld komme ich auf das innere Kind. Und da hilft es auch sehr. Ich denke, das würde generell der Welt helfen, wenn wir uns alle nicht so sehr als kaputt oder als zu heilen betrachten würden, sondern mehr als in ständigem Wachstum befindlich. Also wir entwickeln uns ja alle weiter ständig durch jede Inkarnation. Mit einer bestimmten Mission inkarnieren wir und gehen unseren Lebenspfad, entwickeln uns immer weiter und sind ja nie damit abgeschlossen eigentlich. Also man kommt ja nie an ein Ziel, weswegen man eben auch die Reise selbst genießen sollte. Denn sobald wir einen Wunsch erfüllt haben, sobald sich ein Ziel erfüllt hat, entstehen wieder neue Wünsche, entstehen wieder neue Ziele.
Und wir kommen also nie an ein Ende, wir werden uns immer weiterentwickeln. Und deswegen sollte man eben die Reise genießen und nicht sagen, ich bin dann irgendwann mal glücklich, wenn ich an dieses Ziel komme, sondern möglichst eben jetzt schon jeden Augenblick genießen. Wie gesagt, mit sich selbst im Reinen sein. Das kommt mir zu diesen Karten. Als dritte Karte in der Vergangenheit auch eine sehr positive Karte. Und zwar Atlantis. Rapid Development, Excellence and Success. Also das ist auch ein Hinweis, dass das, was wir uns wünschen, diese Visionen, die wir haben, die wir hegen und pflegen und diese Imaginationen, die wir vor unserem geistigen Auge haben, die wir in unserem Leben uns wünschen, dass die auch in die Manifestation kommen. Hier mit der Zahl 19, 1 steht für das Selbst und 9 für die Vollendung, Komplettierung. Beides zusammen auch wieder 10, der Neuanfang. Und wie man hier sieht, diese Mermaid steigt auf ins Licht, ganz leicht, spielerisch mit diesen Locken getragen, also ohne Schwierigkeiten, ohne Anstrengung, lässt sich einfach sozusagen vom Druck nach oben tragen. Und das steht für schnelle Entwicklung, für Brillanz sozusagen und Erfolg, also dass Dinge sehr, sehr positiv für uns laufen werden in den nächsten 4 Wochen. Und geradezu unangestrengt. Und viele Sachen sicher auch ein bisschen überraschend und sehr, sehr schnell. Also es können wirklich Dinge von heute auf morgen passieren. Weil die jetzt einfach wie diese kleinen Luftblasen vom Druck hochgetragen werden sozusagen. Und da jetzt Dinge, die, wie gesagt, wir schon vielleicht längere Zeit visualisiert haben, dass die jetzt ganz überraschend endlich in die Manifestation kommen können. Unterstützt wird dies von der Karte Ginkgo aus dem Naturorakel. Meditation Focus Center. Also das passt eigentlich sehr gut dazu, was ich vorher schon gesagt habe. Ja, wirklich sich seiner selbst, seiner Gedanken, seiner Gefühle vor allen Dingen bewusst zu sein. Wirklich zu wissen, was möchte ich und dieses eben ganz klar im Fokus zu haben. Und dabei hilft oft Meditieren. Also wenn ich meditiere oder wenn ich auch ein Nickerchen mache zwischendrin am Tag, dann gehe ich mir selbst aus dem Weg sozusagen. Dann bin ich am meisten mit meiner geistigen Führung verbunden. Und zum Beispiel, wenn ich schlechte Gefühle habe, kann ich darum bitten vor dem Einschlafen, dass ich mit positiven Gedanken wieder aufwache und lasse das eben auch während des Schlafes dann im günstigsten Fall los und erwache positiv und sollte dann versuchen, wenn ich erwache, diese positive Schwingung so lange wie möglich zu halten. Muss nicht gleich perfekt klappen, man kann das jeden Tag machen und vielleicht kleine Fortschritte machen, das immer besser zu schaffen. Die 3 und die 4, wieder die 3, also die ist ja wirklich omnipräsent diesmal. Also auch wieder kleine Erfolge feiern und die 4, die Stabilität. Beides zusammen, die 7, dass Dinge magisch sich manifestieren, wenn wir halt unseren Fokus beibehalten, wenn wir uns darauf konzentrieren. Nicht zu sehr, wie gesagt, nicht verkrampfen dabei, wenn ich, also man sollte immer, wie diese Mermaid hier bei ihrem Aufstieg, sollte das immer ein bisschen spielerisch sein, aus der Freude heraus, aus der Liebe heraus, dass ich Freude habe eben an dem Vorgang selbst. Also wenn ich da negativ verkrampfe und sage, das muss jetzt unbedingt passieren, das ist nicht so empfehlenswert, das geht dann eher nach hinten los. Weil man da die negative Schwingung anzieht, weil ich den Mangel betone, also dass ich diese Sache, die ich mir wünsche, noch nicht in meinem Leben habe. Diese Sache oder Beziehung oder den beruflichen Erfolg oder was immer ich mir wünsche. Also nicht verkrampfen dabei und selbst wachsam sein dabei und immer nur auf diese Dinge
fokussieren, wenn ich wirklich gut drauf bin, wenn ich mich gut fühle, wenn ich Freude habe, wenn ich Spaß habe, wenn ich lache, dass ich dann eben aus dieser Stimmung heraus visualisiere und meine Vision pflege, meine Imagination. Okay, schon mal sehr positiv soweit. Dann kommen wir ins Hier und Jetzt. Und zwar sagen uns die Mermaids, dass Telepathie hilfreich ist, Nonverbal Communication, Energetic Pulses, Mind Reading. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir zu unseren Partnern oder unseren Wunschpartnern bereits spirituell Kontakt haben, seelischen Kontakt haben. Diese Karte steht für mich sehr für Zwillingsflammen, weil sie hier Telepathie benennt in dieser Herzform dieser zwei miteinander synchron tanzenden Mermaids. Diese Synchronizitäten sind ja immer Zeichen für Zwillingsflammen oder dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde zu meiner Liebe, zu meiner Partnerschaft. Ein Zeichen dafür, dass ich mit mir, mit meinem höheren Selbst in Übereinstimmung bin. Und hier haben wir wieder die drei, also wieder die Karte der Hinweis für Freudenfeste, kleine Feiern, kleine Erfolgsfeiern, erfolgreiche Schritte in die Manifestation und die Ermutigung, dass wir, wie gesagt, wirklich zu unseren Partnern telepathischen Kontakt aufnehmen können. Versucht es einmal. Also wenn ich mit meiner Zwillingsflamme spreche, dann frage ich immer höflich, ob ich jetzt auf seine Frequenz kommen kann, ob er bereit ist. Klopfe sozusagen an, höflich, und weil man muss wirklich den Raum des anderen, den Seelenraum des anderen respektieren. Aber normalerweise ist er jederzeit, also da kam noch nie ein Nein, aber wie gesagt, der höfliche Umgang gehört auch da unbedingt dazu, weil jede Seele ja ihren freien Willen hat und man dann nicht einfach übergriffig werden darf. Ja, also sehr gute Ermutigung von den Mermaids, es einmal mit Telepathie zu versuchen, zum Wunschpartner, ob man ihn kennt oder nicht kennt, aber vielleicht einfach mal das Wagnis einzugehen, da telepathischen Kontakt aufzunehmen und zu schauen, was passiert. Unterstützt wird das von den Naturkarten mit dem blauen Hibiskus, sehr viel Meeresenergie auch, und der Aussage New Direction Travel, was ja sehr gut dazu passt. Das ist ja sozusagen eine Astralreise sozusagen ein bisschen zu dem anderen hin, in den Geist des anderen, in die Seele des anderen. Und die Karte kann natürlich auch besagen, eine tatsächliche Reise, die beginnt in unserem Leben, oder eben die innere Reise, dass wir innerlich eben, wie zum Beispiel mit Meditation, mit Telepathie, eine neue Richtung einschlagen in unser inneres Selbst oder eben wirklich tatsächlich im Außen reisen oder umziehen. Ortswechsel, neue Richtung im Allgemeinen, auch beruflich kann das bedeuten. Genauso gut kann man natürlich nicht nur die Zwillingsflamme, ich meine, wir sind jetzt in einem Liebesorakel und deswegen geht es hier auch um Liebe, aber man kann das natürlich auch ebenso, wenn jemand beruflich etwas wissen möchte, das auf Berufung deuten und zu sagen, wenn ich mich vielleicht nicht restlos glücklich fühle in meinem derzeitigen Job, ob ich vielleicht mal in eine andere Richtung gehen könnte, in eine Richtung, was ich immer schon machen wollte, was mich als Kind interessiert hat vielleicht, und dass ich mich erinnere, um im Leben eine neue Richtung einzuschlagen, die mir vielleicht dann auch den Wunschpartner bringt, wer weiß. Also gute Unterstützung und Hinweis vom Universum, jetzt neue Richtungen einzuschlagen oder neue
innere Reisen, neue äußere Reisen zu versuchen. Und bereit dafür zu sein, für Veränderungen. Ja, als Zentrum des Readings, besser kann es natürlich für ein Liebesreading nicht sein. Falling in love, kissing the divine in another, in yourself. Also das ist entweder tatsächlich eine neue Liebe, die in euer Leben oder in unser aller Leben kommt. Ist ja ein allgemeines Reading, das stimmt natürlich nicht für jeden, der es ansieht. Also da müsst ihr selbst schauen, was die Karten euch im Einzelnen sagen, welche Karte euch am meisten anspringt, sozusagen in Anführungszeichen, farblich oder von der Darstellung her, wo ihr eine starke Resonanz fühlt. Also diese Karte ist dann von stärkerer Aussagekraft für euch persönlich. Ja, Falling in Love. Wunderschöne Karte. Ich genieße die gerade mal ein bisschen. Diese wirklich totale Innigkeit, diese totale Herzlichkeit der beiden Partner zueinander. Also entweder ihr verliebt euch in euren bestehenden Partner nochmal neu oder eben eine neue Liebe kommt in euer Leben oder die Vereinigung mit eurer Zwillingsflamme steht an. Und was sagen die Naturkarten dazu? Die unterstützen das mit der Rose, die ja auch für die Liebesenergie steht, mit dem Pink. Rejuvenation und New Start. Also Verjüngung sozusagen, Verjüngungskur, neuer Start. Sehr, sehr positiv. Also es kann sein, dass auch eine Ex-Beziehung wieder in euer Leben kommt, dass ihr es nochmal versucht mit einem bisherigen Partner oder dass sich eure bestehende Partnerschaft neu belebt, dass die wie in einen Jungbrunnen gefallen wirkt, sozusagen ihr euch neu ineinander verliebt, euch neu entdeckt oder dass wirklich, weil das Rejuvenation, die Erneuerung sozusagen ja auch immer für Zwillingsflammen zu deuten ist, die schon in vielen, vielen Inkarnationen miteinander zu tun hatten, die haben jetzt wieder miteinander zu tun. Also es kann sein, dass eure Zwillingsflamme, vielleicht gab es in der Vergangenheit eine Zeit der Separation, was hier ein bisschen durch den Spiegel angedeutet scheint, wenn ich das so sehe, weil das ja durch diese Spiegelfläche getrennt ist. Also wenn man das jetzt als Zwillingsflammenkarte ansieht, als das Zeichen der Partner, oder hier eben, dass die Partner nur telepathischen Kontakt hatten, dass das jetzt eine Reunion ansteht oder dass ihr wieder durch Botschaften, E-Mails, SMS, was weiß ich, Briefe, durch Begegnungen von eurem Zwillingsflammenpartner hört oder von eurem Ex-Partner oder von eurem Partner eure Liebe neu beleben könnt, eure Beziehung neu beleben könnt. Oder wenn ihr das auf euch selbst bezieht, wie hier auch gesagt wird, in yourself, kissing the divine in another, also die Göttlichkeit in einem anderen verehren oder in dir selbst, die Göttlichkeit küssen in dir selbst oder in einem anderen, das kann natürlich auch heißen, dass du in deiner Selbstliebe auf ein neues Level kommst und mit dir selbst eine Selbstverliebtheit findest. Das ist natürlich das Ideal, um deinen Partner anzuziehen. Wenn du in dich selbst verliebt bist, strahlst du das aus auf die Umwelt und das zieht natürlich dann auch die entsprechenden Partner in dein Leben, die du dir wünschst. Pardon, es startet gerade ein Sportwagen rasant, also das auch nehme ich jetzt mal als Zeichen, dass es rasant losgeht diesen Monat, dass sich da Dinge, wie diese Atlantis-Karte sagte mit Rapid Development, dass sich wirklich Dinge ganz, ganz schnell entwickeln, überraschend. Und das hatte ich selbst gerade in der letzten Nacht. Also ich habe in der letzten Nacht einen Traum gehabt, kann ich ja gerade erzählen, ohne zu privat zu werden. Da habe ich, wie schon vor Jahren, da habe ich auch mal so einen Hinweis bekommen, der sich als wahr bestätigt hat. Und dem bin ich dann bauchgefühlsmäßig einfach gefolgt. Und das hat sich als sehr wundervoll und magisch und richtig erwiesen. Und ich habe letzte Nacht in meinem Traum wiederholt ein Datum gehört und dazu
eine Serie von Liebesbildern bekommen, eine Flut an Bildern. Ich habe dann öfters gefragt, was da wirklich passiert an diesem Datum. Dazu kam keine konkrete Antwort, aber eben diese Bilderflut, eine Flut von passioniertem, leidenschaftlichem Rot und Pink und überdimensionalen, riesigen Herzen, die da meandert sind. Also es war schon deutlich, dass es um eine Liebesentwicklung ging. Und dieses Datum ist eben auch sehr, sehr zeitnah. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich mich da auch frage, wie soll denn das gehen jetzt so schnell in dieser kurzen Zeit? Aber das Wie soll man sich eben nicht fragen. Dadurch limitiert man sich nur selbst. Das soll man dem Universum überlassen. Das hat da weit mehr Fantasie als wir selbst. Und ich muss jetzt das einfach so hinnehmen, wie es ist, und werde versuchen, positiv darauf zu fokussieren und das einfach mal zu glauben. Da in das Vertrauen zu gehen und in den Glauben zu gehen und diese Botschaft anzunehmen, denn vor ein paar Jahren, als ich das gehört habe, hat das auch alles zugetroffen. So, als dritte Karte, und jetzt auch wunderschön und eigentlich eine Bestätigung dafür, dass es hier auch um das Verliebtsein in mich selbst geht, wie eben bisher, das ganze Thema bisher. Was ich auch an mir sehr wahrgenommen habe die letzten Wochen und auch in anderen, die mir das bestätigen, also es ging wohl offenbar nicht nur mir so, sondern dass jetzt viele mehr in die Selbstliebe kommen. Und das ist hier auch eine Karte, die diese Botschaft unterstützt. Mit The Return of Aphrodite. Aphrodite ist ja die Göttin der Schönheit und der Liebe. Temple, Birth of the Goddess, Guidance, Goddess Energy, Treating as Sacred. Also sich selbst, das Göttliche in sich selbst wahrnehmen, den Selbstwert in sein Selbstvertrauen, in sein Selbstbewusstsein kommen, sich selbst als schön finden. Und hier auch von den Delfinen, also sowohl von Tierguides, von Tierführern begleitet. Also achtet mal drauf, welche Tiere bei euch im Umfeld auftauchen. Vor allen Dingen, wenn sie zu zweit auftauchen, dass das in Richtung Liebe geht. Und googelt dann mal danach, was das einzelne Tier zu bedeuten hat. Und googelt auch auf mehreren Seiten, weil manchmal steht auf irgendeiner Seite irgendetwas nur Negatives oder so zu einem Tier. Und für euch hat dieses Tier vielleicht gar keine negative Bedeutung, weil ihr so ein Tier selbst schon gehabt habt oder was auch immer. Oder dazu eben eine sehr positive Beziehung habt. Also man muss da nicht immer so platt nach diesen Beschreibungen gehen, sondern das mehr individuell sehen. Und wie gesagt, da auch gern mehrere Seiten befragen. Also da gibt es im Internet genug, wo man nach den Tiertotems, nach Tierführern, Tiersymbolik nachschlagen kann. Hier die Delfine stehen natürlich für Verspieltheit, für Freude, für die Liebe, für das Spirituelle auch und für Paare, für Vereinigung oder hier auch das Begleiten von Freunden. Die Taube steht hier natürlich für die Spiritualität. Und ganz wichtig, die Aphrodite hier, also im Hintergrund ist ein Sonnenaufgang, also auch eine sehr positive Aussage eines neuen Morgens, eines neuen Sonnenaufgangs, der Anbruch besserer Zeiten mit der 13, die auch wieder die 4 zusammen ergibt, also Stabilität, dass stabilere Zeiten anbrechen, wo wir mehr in unserer Selbstliebe sind, wo wir mehr in unserer Gelassenheit sind, mehr in unserem Zentrum und deswegen mit dem Leben auch allgemein mit den positiven Seiten und den Widrigkeiten des Lebens besser klarkommen, weil wir eben mehr in unserem Center gefestigt sind. Und die Aphrodite hat hier auch die Muschel um den Hals, die auch für Pilgerreisen, für das Spirituelle steht, ähnlich wie die Taube. Also sie hat die Anbindung nach oben. Wir bekommen derzeit ganz starke Anregungen, Inspirationen von der geistigen Welt. Wie durch die Taube auf ihrer Hand zeigt das. Also wir haben die Spiritualität zu Handen sozusagen, wir haben das im Griff, wir haben die Verbindung direkt zu unseren Intuitionen, zu unseren Eingebungen. Wir sind da an unsere Führer angebunden sozusagen, an unsere geistige Führung, an unser höheres Selbst.
Ja, die Muschel steht für Pilgerreise nach innen und für die Venus natürlich auch, also auch für die Liebe wiederum. Und ganz wichtig, sie hält, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen, sie hält einen Schlüssel in der Hand. Also sie hat den Schlüssel in der Hand. Sie ist bereit, die Türen zu öffnen, sie ist bereit, in ein neues Leben zu treten, eine neue Phase ihres Lebens anzutreten. Sie hat den Schlüssel schon in der Hand. Muss also nicht mehr den Schlüssel suchen. Viele Rätsel haben sich für sie schon gelöst in der letzten Zeit. Viele Geheimnisse haben sich offenbart und sie kann jetzt diese Türen öffnen, sozusagen. Sie hat das nötige Know-how. Sie hat das nötige Handwerkszeug, um jetzt weiter voranzugehen. Sehr, sehr schön. Und ergänzt ist diese Karte von Erzengel Gabriel. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Es ist leider schon ein bisschen dunkel hier jetzt. Aber vorher ging es gar nicht mit dem Aufnehmen, weil die Abendsonne hier hereingeschienen hat und das dann total geblendet hat auf den Karten. Also da war es jetzt eine Stunde später ein bisschen besser. I am clear communication. Erzengel Gabriel ist zuständig für die Kreativität, für die Künstler und Schriftsteller und Musiker und für die Kommunikation, für klare Kommunikation, für Klarheit, generell klare Gedanken, was ja auch dazu passt, also den Schlüssel in den Händen zu haben, seine Emotionen, seine eigene Schönheit, sein eigenes Selbstbewusstsein auf angenehme Art, so dass es nicht missverstanden wird, auch nach außen tragen zu können, das auch kommunizieren zu können, die eigenen Wünsche und Visionen kommunizieren zu können. Eben nochmal die Bestätigung von der Anfangskarte mit der Telepathie, dass das auch klappen wird, dass wir Verbindung zur geistigen Führung haben jederzeit und auch Verbindung zu unseren Partnern aufnehmen können. Sei es eben in der 3D-Welt, in Botschaften, dass wir da gut kommunizieren können zurzeit, aktuell. Und ebenso eben in der Spiritualität, in der geistigen Welt. Und dass wir auch eine gute Anbindung haben zu unserem Bauchgefühl, zu unserer Intuition, zu unserem Herzen. Dass wir ganz klar wissen, was wir wollen. Und klar vorangehen und entscheiden können. Sehr schön. Dann geht es weiter für die Zukunft. Soul Cage, Rescue, Escape from Captivity. And Restriction, auch eine sehr positive Karte, dass wir jetzt, also ich hoffe, ihr könnt sehen, hier eine Mermaid, die einen Ertrinkenden wieder an die Wasseroberfläche bringt, um ihn zu retten. Also, dass jemand aus seiner Gefangenheit, aus seiner Befangenheit, aus seinen Vorurteilen, aus dem Gefängnis, das er sich selbst gebaut hat, gelöst wird sozusagen und wieder nach oben ans Licht kommt, dass er den Ausgang findet aus seinem eigenen Gefängnis, aus seiner eigenen Limitierung. Mit der Nummer 24, die zusammen die 6 ergibt, die Liebenden im Tarot, was hier ja auch ein bisschen so wirkt, Liebesdienst, den die Mermaid dem Ertrinkenden leistet und ihn rettet. Dass die Partner füreinander da sind. Also ich empfinde hier sehr viel Herzenswärme zueinander, dass sich Partner umeinander kümmern, dass die Zwillingsflammen sich finden, um sich gegenseitig zu helfen, sozusagen, sich weiterzuentwickeln, zu einem höheren Level zu kommen gemeinsam, sich gegenseitig tragen in dieser Entwicklung. Und ja, wie gesagt, aus der eigenen Beschränkung entkommen, gerettet werden, aus der Limitierung freikommen. Und unterstützt wird es auch noch mit Stella Maris, mit Maria. I allow miracles. Also es werden Wunder passieren, um euch jetzt aus einer festgefahrenen Situation oder aus einer bedrohlichen Situation oder einer Situation, die euch nicht länger gefällt, nicht länger taugt, die ihr gern loslassen möchtet, um euch aus so einer Situation zu retten.
Also entweder indem ihr euch selbst rettet durch mehr Selbstliebe und aus dieser Depression, aus dieser Limitierung, aus dieser Beschränkung, materiellen Beschränkungen, aus einer alten Beziehung eventuell, um sich mit dem Twin zu vereinigen, mit der Zwillingsflamme zu vereinen, dass ihr vieles jetzt loslassen könnt, dass ihr aufsteigen könnt in ein neues Selbst, in eine neue Situation, in eine neue Lebenssituation, sehr unterstützt von Mother Mary, von Mutter Maria, mit sehr viel ozeanischer Energie, die eben von Emotionen spricht. Also Wasser, Ozean ist immer sind immer die Emotionen. Weshalb ich für die Liebesorakel bevorzugt die Mermaids wähle. Sehr schön. Dann die Karte Coral's Wisdom, die Weisheit der Korallen, Colony, Delicacy, Fragility, Works that are created over great periods of time. Also das ist auch ein Zeichen, die Koralle, die ja wie ein Kunstwerk ist, was lange, lange braucht, um so zu wachsen, wie sie ist, und diese Feinheit, dieses Filigrane, dieses Zerbrechliche hat. Und da geht es um Langzeitprojekte, um Wünsche, Projekte, Vorhaben, Pläne, die ihr lange, lange Zeit liebevoll gehegt und gepflegt habt, dass die auch so eine Art Koralle geworden sind mit all diesen feinen, verzweigten Details, die ihr euch ausgemalt habt, die ihr visualisiert habt. Und die kommen jetzt in die Manifestation. Mit der Nummer 3, wieder die 3, also durchweg wirklich positiv hier, und die 1, also der erste Schritt in die Manifestation sozusagen, und zusammen die 4, also wieder die Stabilität, das Materielle, dass das von der Spiritualität, von der Vision, von der Telepathie, von dem Selbstspiegeln, von all diesen inneren Vorgängen, von der inneren Pilgerreise, der zu mehr Selbstliebe, von der inneren Befreiung von Dingen, die uns nach unten gezogen haben, die uns begrenzt und limitiert haben, dass es da jetzt in den Erfolg geht, dass wir diese Dinge materialisieren, dass die sich jetzt langsam zeigen. Unterstützt wird das von der Karte auf sehr positive Art nochmal bekräftigt, von der Naturkarte Blackberry. Fruition, Fertility, also Wachstum, Fruchtbarkeit, Fülle sozusagen. Und hier mit der 7, 3, und, also auch nochmal 3 und 4, auch nochmal dieses kleine Erfolge, die sich wirklich zeigen. Im Außen kleine Geschenke, kleine Feste, kleine Freuden feiern, kleine Manifestierungsschritte, eins nach dem anderen, und die 4, eben die Stabilität. Das Materielle. Wunderschön und auch mit sehr viel Pink als Liebesenergie. Sehr schön. Und die letzte Karte und der Ausgang ist Transparency, Honest, Authentic, Genuine, Present. Das ist natürlich, wenn ich all diese Dinge beherrsche sozusagen, wenn ich in meine ganze Selbstliebe gekommen bin, all meine Schattenthemen annehmen kann, wenn ich mich so liebe, wie ich bin und mit mir im Reinen bin, dann bin ich natürlich für mich selbst transparent, aber auch für andere. Dann muss ich nichts mehr verstecken, dann kann ich ganz mutig und authentisch, so wie ich bin, nach außen treten. Und wie gesagt, muss nichts mehr verstecken. Bin genial in meiner Art, bin präsent, bin ganz im Hier und Jetzt, trauere nicht mehr alten Dingen der Vergangenheit nach, lasse mich davon nicht mehr runterziehen, sondern gucke wirklich nach vorne und bin eben in die Klarheit gekommen, habe den Schlüssel in den Händen, um jetzt auf meine Ziele wirklich loszugehen und die Türen aufzuschließen in die Zukunft, und das eben auf sehr ehrliche Art, auf sehr offene Art, auf sehr authentische Art, also mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin. Und je mehr wir es schaffen, uns so zu zeigen, wie wir sind,
desto mehr kann uns unser Zwilling, unsere Zwillingswärme eben auch erkennen. Das wird unterstützt von Moneywort, Pfennigkraut, mit der Nummer 4 nochmals, Quality Time on Your Own. Also wenn du wirklich, das sagt mir hier in diesem Zusammenhang, wenn du wirklich gut mit dir allein sein kannst, diesen Kopf sehe ich immer als Herzform ein bisschen, also Herz und Verstand sind eins. Wenn ich wirklich das tue und das denke, was mein Herz denkt, und ganz mit mir im Reinen bin, dann, ja, dann kann ich eben auch wirklich, wirklich in dieser Stabilität, in der, dieser 4, nach außen gehen und Dinge manifestieren. Dann kann ich so dastehen, halt wie diese völlig selbstbewusst, strahlend, leuchtend, meine Authentizität ausstrahlen ins Außen. Und umso besser meine gewünschten Liebespartner oder meine Zwillingsseele in mein Leben anziehen. Wunderschön. Dann schaue ich jetzt nochmal, was an ergänzenden Karten dazu kommt. Und zwar einmal unter dem Mermaid Deck. Da kommt Time and Tide. Also das ist für mich ein Zeichen. Und Divination. Prophecy, Fate, Destiny, also dass das Schicksal jetzt wirklich während dieser nächsten 4 Wochen, dass das sehr schicksalshafte 4 Wochen werden. Time and Tide ist ein Zeichen, dass wir dem Fluss des Lebens vertrauen, dass wir den Gezeiten des Mondes vertrauen. Diese Gezeiten, die in der Natur nun mal sind und denen wir auch unterlegen sind, denen alle Dinge im Leben unterlegen sind. Also zum Beispiel, wenn ich mir ein Kind wünsche, kann ich zwar relativ schnell manifestieren, unter Umständen schwanger zu werden. Aber bis ich dieses Kind dann wirklich in meinen Armen halte, muss ich halt wohl oder übel diese 9 Monate warten. Also manche Dinge, oder wenn ich einen Baum pflanze, wenn ich morgen einen Apfelkern einpflanze, dann muss ich auch nicht nach 3 Tagen hingehen und gucken, ob da schon ein Baum ist. Also das wird seine Zeit dauern, der wird wachsen und irgendwann wird es mal Früchte tragen. Aber manche Dinge haben eben folgen einem natürlichen Zeitplan. Und bis sie reifen, die Zwillingsflammen, müssen beide vor der Reunion beide wirklich vollkommen dazu bereit sein, offen dafür sein. Und das kann in dem einen oder anderen Fall eben sein, dass jemand noch irgendetwas Karmisches oder sonst wie abzuschließen haben muss, abgeschlossen haben muss mit einem anderen Partner. Und bevor er für uns ganz bereit sein kann oder irgendwelche Trauerarbeit zu leisten hat oder was immer. Aber man sollte immer darauf vertrauen, dass dieses Divine Timing, dass diese göttliche Zeit für uns genau die richtige ist. Dass sich das manifestiert, was wir uns wünschen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Dazu gehört Vertrauen und eben eine gewisse Geduld. Und gleichzeitig auch immer dieses spielerische, kindliche Vertrauen, dass das jederzeit sein kann. Also sich nicht selbst damit zu blockieren, sich auch nicht selbst damit zu limitieren, dass man sagt, oh, das braucht jetzt noch Zeit und dann muss jetzt noch erst das und dann muss jetzt auch noch erst das. Also es können Dinge auch immer natürlich über Nacht geschehen, durch wundersame Dinge, wie uns eben hier die Mother Mary, Stella Maris, der Stern des Meeres sagte, der Stern, der Wunschstern, dass wirklich Dinge auch mirakulös über Nacht geschehen können. Ganze Veränderungen, dass sich ein ganzes Leben über Nacht ändern kann, dass indem der Partner in das Leben kommt, den man sich wünscht oder den man oder sich eben eine bestehende Beziehung ganz neu formiert oder man sich plötzlich wieder verliebt ineinander oder einen neuen Weg findet, miteinander umzugehen. Und ja, diesem Time and Tide, diesen Gezeiten des Lebens einfach ein bisschen zu vertrauen. Als oberste Karte kommt Receptivity. Also es geht auch nochmal in die Richtung, dass wir kleine Geschenke bekommen und auch nochmal die 3.
dass wir kleine Geschenke bekommen, kleine Erfolge bekommen und dass wir auch bereit sein sollten, diese anzunehmen. Also wir haben es uns verdient, wir sollten uns wertschätzen. Also wenn ich ein Geschenk bekomme, das nicht aus falscher Bescheidenheit abzulehnen oder so, sondern das auch gerne und freudig anzunehmen und dem Universum dafür zu danken. Und da scheint Receptivity, dass wir jetzt alle sehr bereit sind für die Liebe in unserem Leben, für die große wahre Liebe. Weil wie gesagt, hier war ja die Schicksalskarte, Fate, Destiny. Also dass jetzt wirklich sehr schicksalsreiche Dinge passieren, Fortune, Future Fortune, also glückliche Zukunft, Glück in der Zukunft. Sehr, sehr schön. Und dann gucken wir nochmal bei den Pflanzenkarten, was die uns zu sagen haben. Das ist die Golden Lily mit Healthy Food und Wellness. Also das geht auch wieder in diese Selbstliebe-Richtung, dass man sich natürlich gesund ernährt und auch gesund bewegt und so weiter, dass man Tempel seines Körpers auch gut pflegt und um eben sich glücklich in sich zu Hause sein. Oh, und das ist natürlich der wunderschöne Abschluss hier, besser kann es nicht sein. Heart-opening Romance. Also hier nochmal die Rose mit sehr viel Liebesenergie. Dass jetzt die Herzensöffnung wirklich für viele stattfindet. Und sich eine Romanze anbahnt. Ja, das für uns, für die Liebe, für die nächsten 4 Wochen. Ich hoffe, das hat auch euch ein bisschen weitergeholfen. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt noch sehen können am Schluss, dass es nicht zu dunkel war. Alles, alles Liebe an dieser Stelle und allen Zwillingsflammenliebenden und allen Liebenden. Viel Glück auf eurem Weg. Und ja, alles, alles Liebe. Eure Katharina. Bye, bye.